Satin-Pyjama, so tragen wir den 2023 auf der Straße. Jennifer Lopez trägt ihn, Victoria Beckham trägt ihn, Hailey Bieber trägt ihn, und wir jetzt auch, den Satin-Pyjama. Aber nicht im Bett, sondern auf der Straße. Woher der Trend kommt und wie Sie ihn geschickt stühlen, wir haben die wichtigsten Tipps für Sie parat und die schönsten Looks zum Nasshoppen gibt's direkt dazu. Bereits 2016 waren Satin-Pyjamas auf den Laufstegen großer Marken wie Dolce und Gabbana, Löwe und Etro zu sehen. Doch wie es sich bei ungewöhnlichen Trends oft verhält, es brauchte eine Weile, bis sie auf den Straßen anerkannt waren. Bei dem Satin-Pyjama sollte es 6 Jahre dauern. Doch das Warten hat sich gelohnt. Schaufenster und Online-Shops sind nun gefüllt mit dem bequemen Zweiteiler. Insbesondere unifarbene Modelle in bunten Farben oder mit Fransendetails sind sehr beliebt. Genauso wie wilde und bunte Muster. Beim Satin-Pyjama kommt es auf die Kombination an. Mit dem richtigen Schuhwerk und edlen Accessoires bekommt der Look die nötige Alltagstauglichkeit. Hier alle Styling-Tipps auf einen Blick. Erlaubt ist, was gefällt. Und was gefällt, schmeichelt in den meisten Fällen unseren Proportionen. Das bedeutet, kleine Frauen können das Oberteil in die Hose stecken oder eine kurz geschnittene Bluse wählen. So werden die Beine optisch gestreckt. Bei großen Frauen sind Modelle mit Fransen ein schöner Hingucker. Im Sommer gibt es auch kurze Varianten, die wirklich jedem stehen. Sie können obendrein zu einer Morgenmanteloption greifen, welche die Taille betont. Doch denken Sie daran, alles kann, nichts muss. Und am schönsten sind wir in dem Look, in dem wir uns am wohlsten fühlen. Einige Links in diesem Artikel sind kommerzielle Affiliate-Links. Wir kennzeichnen diese mit einem Warenkorb-Symbol. Kaufen Sie darüber ein, werden wir prozentual am Umsatz beteiligt. Genaueres dazu erfahren Sie hier.